Willkommen zurück zu einer weiteren frischen Folge hier in Resident Evil 4. Gut, wir haben uns jetzt einen schönen Rocket Launcher besorgt und... So, wir haben uns nochmal einen schönen Rocket Launcher besorgt, weil wir den natürlich jetzt gleich benötigen und für die Leute, die das nicht wissen, einfach mal abwarten. Das wird lustig, wird auf jeden Fall spannend. So, und da werdet ihr sehen, so ein Rocket Launcher wirkt da schon Wunder. Gut, wir müssen erstmal unsere Broken Butterfly hier nochmal ein bisschen ausrüsten, weil die haben wir jetzt auf 0 runtergeschossen. Da würde ich mir schon gerne 8 Schuss müssen wir erstmal leer machen. Hier würde ich gerne mal ein bisschen auftunen. 35.000, so, das reicht aber hier. Komm, das ist, das reicht. So. Ja, wir müssen uns später auch nochmal und alles und so. Wir brauchen ein bisschen Geld. Der braucht das nicht, wa? Gut, gehen wir erstmal auf den Weg hier. Und schauen wir mal, was wir da regeln können. Aber ich denke mal, guck mal, der ganzen Sache hier kommen wir wirklich schon näher. So, wir kommen der ganzen Sache hier schon näher. Ich frage mich, für was die Ashley jetzt brauchen hier. Für irgendein Ritual da. Wisst ihr nicht, was machen die da? Eine Sexparty oder was machen die da? Und dann ein Fleischritual oder weiß ich nicht. Fliegenritual? Ich weiß das alles nicht. So, das Einzige, was ich weiß, ist, wir starten uns erstmal schön mit dem Rocket Launcher aus und treten durch diese Tür. Aber erst nochmal eine Piepe ziehen. Kleinen Moment. Gut. Ja, dann mal rein hier. In die gute Stube. Oh, siehst du, hätten wir eigentlich erst durch die Tür gehen müssen und dann, naja, gut. So. Jetzt wird's spannend, Freunde. Haltet die Schlüpper fest, jetzt geht's los. Oh, geht mal, da kommen sie. Da kommen sie, die Hardcore-Freaks, ja? Oh, den ersten holen wir schon mal weg hier. So. Guck mal, der wollte uns wegkicken, diese Drecksau, ja? Der wollte uns wegkicken. So, wir hätten natürlich die Möglichkeit durch den Hebel, wenn wir den Hebel da betätigen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn wir den Hebel da betätigen, dass wir ihn hier unten dort in die Lava reinfallen lassen können. Ist aber nicht gut, finde ich nicht gut. Weil so kriegen wir wenigstens die 30.000 hier wieder. Und den müssen wir uns jetzt leider so wegholen hier. Also da bringt das nichts. Den müssen wir uns jetzt leider so wegholen. Weil die 15.000 extra von dem will ich nämlich schon gerne mitnehmen. Gut, dann habe ich das jetzt auch erklärt. Dann nehmen wir uns erstmal hier das gute Ding. Da haben wir hier ein bisschen getuned. Nur mal gucken, dass wir den hier... Nee, komm hier. Nicht mit mir, nicht mit der Leon. Wahrscheinlich auch nicht mit dem Rappelzappel hier. Alter Fruchtzwerg. So, guck mal, jetzt hat er hier... Da hat er sein Vieh drin. Komm, jetzt gehen wir mal hier ruf da, was müssen wir drücken hier? Ah, scheiße. Oh, falscher Knopf, Mann. Scheiße, jetzt hat er uns. Oh, Mist, ey. Jetzt müssen wir nochmal nach. Ey, komm. Ist doch nicht mehr, ist doch nicht mehr Christi. Scheiße, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, Mann. Ja, auf der Wii U ist das alles ein bisschen einfacher. Also nicht auf der Wii U, sondern auf der Wii. Alles so ein bisschen einfacher. So, jetzt muss ich die Treppe erstmal wieder finden. Jetzt muss ich erstmal wieder finden, wo es hier hingeht. Der ist aber so schnell, ey. Geh mal. Ich kann nur so kleine Mäuseschritte nehmen, ey. Und das Riesenvieh hier macht mal 3 Schritte und ist schon am Ende des Gangs. So, lass mal rüber schwingen hier. Wow, nee, nicht hier, komm. Komm auf mit so einer Kacke. Kann man nicht hier brauchen, was du da machst. So, das ist aus meiner Sicht die beste Taktik, wenn man das hier erstmal... Weil der rüttelt denn jedes Mal immer erst an diesem Regal. Aber ich glaube, jetzt haben wir das verpatzt, wa? Ja, haben wir verpatzt. Nein! Scheiße, Mann! Ey, lass mal in Ruhe hier. Komm, wickel. Ja. Ey. Scheiß Teil, Mann. Ich habe nicht drauf geachtet, dass wir das nachladen mussten.
Was denn jetzt? Ach so. So, jetzt aber. So, jetzt nochmal rauf hier. Jetzt nochmal rauf auf die Mutti hier. Jetzt kriegst du das aber für alle. So, ein bisschen was könnten wir regeln. So, zwei Schüsse könnten wir nochmal abheben. Sehr gut. Okay, machen wir das gleiche Spielchen einfach nochmal. Mann, was man sich hier für Arbeit macht. Nur wegen den 15.000, ja? So, rüttel mal ein bisschen am Schrank. Das ist richtig. Hast du eine kleine Beschäftigung, mein Dicker? Den Schuss haben wir noch drinne. Da müssen wir auch drauf achten. Hier, einen Schuss haben wir nur noch. Ich hoffe, dass das ausreicht. So, rüttel mal ein bisschen am Schrank. Genau, das ist richtig. Das ist keine Beschäftigung, Mann. Das ist ja wie Beschäftigungstherapie beim Arbeitsamt, wa? So, jetzt haben wir. Jetzt. Oh. Jetzt mal ran hier. Mal ran an den Klos. Ruff da. Und wieder schön A hier. Komm, schnell. Ja, komm hier. Mach das viel kalt. Mach das viel kalt. Ja, schön mit Messer. Schön mit Messer. Nee, das ist immer noch nicht tot. Scheiße, Mann. Wie viel hält der denn aus, der Kollege? So, schön folgen hier, komm. Mann, ist der blöd. Guck mal, der rennt uns die ganze Zeit lang hinterher, ey. Den könnten wir ja voll in eine Falle locken. Könnten wir ja auch eigentlich. So, wir müssten ihn nur auf der Mitte halten. Und so. Und dann machen wir das Ding da auf und dann ist er weg. So, würde uns aber nicht springen. Komm, den Schuss brauche ich anscheinend noch. Nee. Scheiße. Ja, komm, schnell hier, schnell hier. Ja. Hau rein. Schön rein ins Fleisch. Komm, jetzt müssen wir mal hier so ein Spray benutzen. Oh Mann, Freunde. Ey, hat er aber, ey, guck mal, wir haben nicht mehr so viel Schuss davon. Hey, den müssen wir noch leer machen, die beiden Schuss. Den müssen wir mal kicken, dass wir die leer kriegen. Weil dann können wir die bei der nächsten Gelegenheit nochmal aufladen. So, laufen wir mal schön hinterher. Okay, der bleibt da stehen, sehr gut. So, jetzt aber. Jetzt muss das Ding aber sitzen hier. Komm, jetzt mit dem Messer nochmal ran hier. Mal rauf auf den Dicken. Und jetzt nochmal. Komm hier, schnell, komm. Hack zu. Hat das ausgereicht? Ja, das hat ausgereicht. Komm, schnell weg hier. So, da ist der Fleischbrocken gefallen. Oh mein Gott. So, gut, haben wir auf jeden Fall den Rocket Launcher wieder rein, die 30.000, die wir ausgegeben haben. Haben wir jetzt auf jeden Fall wieder drinne. Also haben wir Verlust gleich 0. Was das Geld angeht. Also wir haben ja jetzt hier extrem viel Munition. Ey, ist scheiße, Mann. Echt scheiße. Gut, machen wir die Dings da mal weg hier. Broken Butterfly, die müssen wir bei der nächsten Gelegenheit, müssen wir die nochmal tunen. So, ist sonst noch irgendwas hier? Hier muss doch irgendwo, muss doch hier noch ein Kräutlein sein oder so. Oder ist hier nichts? Haben die das Kraut alleine hier weggefuttert? Können wir hier nochmal zurück? Ich weiß nicht. Kann man hier nochmal zurück? Könnte man nochmal zurück? Wollen wir das mal machen? Ich weiß nicht, wo wir da jetzt hinkommen. Warte mal, lass mich überlegen. Wenn wir da jetzt durch... Nee. Okay, geht noch weiter. Aber hier ist kein Kraut. Das wundert mich. Hier muss doch mindestens... Ein Spray muss doch hier rumliegen. Da bin ich jetzt einfach zu doof, dass ich das sehe. Egal, komm. Oder ich habe das schon eingesammelt und habe das nur nicht mitgekriegt, weil ich am Quatschen bin. Ja, eine Brandgranate. Und nochmal ein bisschen Gewehrmunition. Ja, Gewehrmunition ist nie verkehrt. Ja, die Gewehrmunition kommt uns jetzt natürlich sehr gelegen. So, weil wir müssen jetzt hier ein bisschen mit der Striker arbeiten.
Wo kommen die jetzt an? Da sind drei Stück. Mal schnell wechseln. Okay, alles klar. So. Wenn du die nämlich im Flug triffst, dann sterben die nämlich gleich. So. Sehr gut. Oh ja, ihr könnt ruhig noch, ihr könnt ruhig fliegen. Ist kein Problem. Kein Problem, wir können gerne weiter fliegen, ist kein Problem. Ah, ja, ja, sehr gut. So, aber der Kollege hier will nochmal was. Was hüpft der denn? Guck mal, der ist ja... Mann, der ist ja total aufgeregt. Der ist ja total aufgeregt, dass er uns sieht hier. Der freut sich voll, dass der Rappelzappel da ist. Oh, 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 der kam ja hier mal ganz schnell an. Da kommt nochmal einer angelaufen. Oder? Lass mal lauschen. Ey, da kommt einer angeflogen. Nee, jetzt läuft er. Jetzt fliegt er. Was machen die denn da? Lieber nochmal nachladen. Sicher ist sicher. Mann, der hopst hin und her, der freut sich voll, dass er uns sieht, ey. Oh, ist das geil. Geh mal. Kommen wir noch mehr hier? Kommen die alle her hier? Oder mich soll es nicht stören. Oh, der lebt noch. Der braucht nochmal einen Nachschlag. Oh, da kommt doch mal einer. Scheiße. Kommen die denn alle her? Soll ich mal nochmal nachladen? Oh, ist jetzt süß, wie die sich freuen. Dann nochmal einer angeflogen. Alter, wo kommt? Ey. Doch unfassbar, wo die alle herkommen. Das ist schon eine Jahresration hier. Sind immer noch nicht alle weg. Jetzt angelaufen oder nicht? Da kommt er. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Freunde, jetzt ganz leise. Jetzt ganz leise, wir werden sie mal überraschen. Wir werden sie mal überraschen. Komm. Da fliegt noch einer, sehr gut. Da brauchen wir nur einen Schuss. Komm hier, der tanzende Philipp. Jetzt haben wir das aber, oder? Kommt hier nochmal einer jetzt? Ich meine, jetzt ist ja auch mal gut hier, wa? Ich meine, ich mag ja die Viecher, die hier sind und so, aber... Irgendwann ist ja auch mal Feierabend hier. Nö, jetzt ist Ruhe. Okay, alles klar. Gut, was haben wir jetzt an Munition verbraucht? Oh, einiges. Einiges haben wir hier verbraucht. Aber wir haben noch genug da. Also kein Problem. Wir könnten im Notfall noch... Nee, das lassen wir lieber. Eigentlich könnten wir auch mit dem Scharfschützengewehr an die Sache so ein bisschen rangehen. Aber wir müssen nochmal nachladen. Also mit zwei Schuss kommen wir hier nicht weit. Da müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen. Und noch ein bisschen Schrotmunition. Sehr gut, das nehmen wir natürlich mit. Jede Schrotmunition ist uns natürlich willkommen. So, okay. Liegt hier irgendwas? Können wir irgendwas mitnehmen? Nee. Gut, okay. Nehmen wir mal ran hier. Ah ja, drück mal.
So, das hat natürlich jetzt einen Mechanismus ausgelöst. So, wir warten mal, bis sie kommen. So, wichtig ist nur, dass sie nicht runterfallen. Hammert, oder? Ja, glaub schon. Guck mal, haben wir ja schnell und souverän geklärt. Freut mich ja. Müssen wir mal ein bisschen auf die Geräusche achten. Ich habe keine Lust, dass hier nochmal eine angewatschelt kommt hier. Aber die hörst du ja immer, wisst ihr? Die hüpfen ja dann immer so. So, hier fliegt auch keiner mehr. Guck mal, dann können wir hier eigentlich mal ganz hier schmeidig rüber. Guck mal, da drüben liegt noch was. Hm, da fliegt jener. Zwei eigentlich. So. Ja, siehst du, hing noch jetzt hier schmeidig, wa? Drei Schuss haben wir jetzt noch drin, wir müssen nochmal aufladen. Denn, aber erstmal muss ich hier unten gucken. Warte mal, hier unten hat da irgendwas hier blinkt. Da, guck mal. Was haben wir denn hier? TMP-Munition, siehst du? Wir können mal ein bisschen mit der TMP schießen. Können wir vielleicht mal machen. Wie sieht denn das Ganze aus? Ey, guck mal, wie viele Granaten die hier haben. Da müssen wir hier wieder Ordnung reinbringen. Also so geht das ja nicht. So, warte mal, dann können wir eigentlich... können wir hier? Können wir da? Wir haben jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Freunde. Ist ja jetzt nicht christlich hier. Warte mal, dann lass mal. Ein bisschen Ordnung muss er hier schon rinnen. So, dann machen wir das hier erstmal nach oben. Fangen wir mal an, das Ganze zu sortieren hier, weil ich mag das nicht, wenn das alle Tiere sind. Geht mal mit TMP, könnten wir jetzt eigentlich... Doch, doch, doch. Komm, wir arbeiten jetzt mal mit der TMP. Weil so geht das ja hier nicht. So, wir haben drei Schuss, haben wir da noch drin. Ne, dann würde ich die doch nochmal aufladen. Komm. So, dann haben wir da nämlich Ruhe. Hätten wir da sechs Schuss noch in der Rückhand. So, mit dem Scharfschützengewehr könnten wir eigentlich auch arbeiten. Guck mal, wir haben jetzt eigentlich genug Munition dafür. Aber ich wäre eher dafür, dass wir mit der... dass wir mit der TMP mal ein bisschen arbeiten. So, das sieht jetzt aber hier nicht gut aus. Das gefällt mir so nicht, wie das Ganze aussieht. Okay, mit der Magnum, da warten wir noch. Da haben wir noch einen Schuss, haben wir da noch drin. So, den Schuss würde ich jetzt aber ungern verbrauchen. Gut, wir arbeiten jetzt mal mit der TMP. Komm, wir machen das mal mit der TMP. So, ich denke mal, damit können wir auch was regeln. So, dann machen wir hier die gleiche Prozedur wie in der anderen Höhle. Erstmal den Mechanismus hier freilegen. Guck mal, hier war noch ein Kräutlein. Ja, sehr gut. Gib mal her hier, das kann man gut gebrauchen. Hm, guck mal, ist das eine Pfütze hier. Das ist ja eklig, ey. Hm, da mal einen Schluck Wasser so für die Gäste. Mal schön Loch in gebrannt. Kick dir das mal an. Wo ist denn der Außen- und Eingang? Hier. Kommt der hier nach angerannt? Hört ihr was? Nee, aber da fliegt noch einer. Oh, 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 die kommt zu nah, die kommt zu nah, die kommt zu nah. So. Gut. Da oben fliegen noch zwei. Können wir die hierher locken?
Wenn ich die jetzt abschieße, dann fallen die da runter. Machen die da oben? Hallo, hier spielt die Musik. Ja, siehst du, da fallen die nämlich runter und ich krieg hier nichts. Hier kommt nochmal einer lang. Sehr gut. Du bist richtig geflogen. Du bist auch richtig geflogen. Und du bist der Nächste. Sehr gut. Guck mal. Das freut mich doch. So stirbt sich das doch am besten, oder? Wenn man den guten Rappelzappel auch noch eine kleine Freude machen kann. So, indem man auch kontrolliert stirbt. Siehst du, der ist jetzt einfach da runtergefallen. Von denen kriegen wir jetzt ja nichts. Ah, na gut. Viere sind geflogen. Drei konnten wir ausplündern. Okay, das Ding ist jetzt natürlich auch. So, da muss man ein bisschen drauf achten, weil da, wo die Dinger runterkommen, dort hinterlassen sie nämlich, ja, so eine ganz komische Spur. Warte mal, können wir das hier abstellen? Nee, können wir hier nicht abstellen. Okay, lass mal hier raufgehen. Ah, hier bei den Dingern sieht man das. Ja, das ist nämlich da schon so schön platt gedrückt. Und runter, runter, runter. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. So, hier müssen wir den Hebel betätigen, weil da fallen nämlich drei runter. Und da hätten wir sonst, weil, ja, an dreien kommst du ganz schlicht vorbei. Kommst du richtig kacke vorbei. Deswegen stellen wir den in der Mitte ab. Dann können wir uns da nämlich schön in der Mitte abstellen. Und warum man auf diese Aufprall-Dinger gucken sollte, liegt ganz einfach daran. Guck mal, da, dieses Ding nach vorne, da müssen wir stehen bleiben. Diese Einbuchtung, die da vorne ist. Da müssen wir am besten stehen bleiben. Hier wird es auch nicht passieren. So. Sehr gut. Siehst du? Perfekt. So. An dem hier schnell vorbeigezischt. Fertig. So, Problem gelöst. Und wir können hier erstmal ganz in Ruhe weiter. So. Hier gibt es aber, glaube ich, irgendwie was. Hier kriegt man noch irgendwie. War eigentlich irgendwie was? Ein Zepter oder sowas? Gibt es hier noch irgendwelche Spinels? Nee, hier gibt es nichts weiter. Na gut. Okay. Ah, da liegt das. Königliche Insignie. Das ist wahrscheinlich für die Krone, glaube ich, war ja. Müsste für die Krone sein. So, hier speichern wir jetzt nicht ab, weil wir können nämlich gleich an der Schreibmaschine abspeichern. Und das Ganze ist natürlich dann besser. Ja, ja, komm. Geht verloren. Ich weiß Bescheid. So, und dann geht mal hier. Hier können wir erstmal schön alles einsammeln. So, das machen wir erstmal. Konzentrieren uns auf die neue Mission. Und dann machen wir hier erstmal einen Break. Dann machen wir hier erstmal einen Cut. Guck mal. Dear Leon. Hat uns die gute Ada was hinterlassen? Brief von Ada. Mhm. Okay. Ich mach mal langsam durch hier. Und nicht auf den Lippenstift da unten kicken, ja? Okay, da haben wir eine Schreibmaschine. Haben wir hier nicht noch irgendwie... Kann man hier nicht noch die Fackel irgendwie? Oder ist da... oder habe ich mich da irgendwie verkickt? Nee, aber wir können hier mal kurz beim Händler kommen. Das machen wir jetzt mal hier mit der Magnum. Got some rare things on. Ja, ja, got some rare. Ich weiß Bescheid, Kumpel. So. Gucken erstmal die Broken Butterfly. Die rüsten wir erstmal auf. Kriegen wir 9 Schuss geschenkt. Ist das okay? Wollen wir sie auch nochmal? Nee, komm, die 50. Ey, 50.000, kick dir mal an hier. 50.000, ey, oh. Gut, wir können die Feuerkraft können wir noch zweimal aufrüsten. Ladegeschwindigkeit können wir auch noch zweimal aufrüsten. Die Kapazität können wir noch einmal aufrüsten. Ja. Also lasst euch davon nicht beirren. Ja, also bei Feuerkraft steht momentan 20. Ist immer eine Aufstufung von 5 irgendwie so oder 4 oder sowas, ja. Lasst euch nicht beirren. Wenn das Ding voll ist, ja, dann hat es eine richtig starke Feuerkraft. Ich weiß gar nicht, wie viel Feuerkraft das Ding denn hat. 70 oder 75? Ich weiß gar nicht. Also ist auf jeden Fall, die Broken Butterfly ist die stärkste Magnum, die es in dem Spiel hier gibt. Ja, also lasst euch von den Zahlen erstmal nicht beirren, sondern es geht darum, was letztendlich dabei rauskommt. So, ich verschaffe mir nochmal kurz einen Überblick. Hier haben wir soweit alles voll, da haben wir 12 Dinger drin. So, dann basteln wir uns hier mal noch einen kleinen Trank. Und dann können wir das Ganze hier wieder ein bisschen ummodellieren. So, hier haben wir 3 einzelne Kräuter. Die würde ich auch erstmal so lassen. So, Brandbomben haben wir auch. Guck mal, wir haben jetzt so viel, haben wir hier.
Und erstmal brauchen wir, glaube ich, auch gar keinen Raketenwerfer. Nee, den Raketenwerfer brauchen wir erst später. Und da kommen wir hier erst noch hin. Gut, Freunde, dann würde ich jetzt hier einfach sagen, machen wir hier einen Cut. Ich glaube, wir sind schon wieder an der Zeit dran. Soll ich mal sicherheitshalber nachgucken? Ich habe nämlich vergessen, auf die Uhr zu gucken. Warte mal, ich kick mal kurz. Kann sein, dass es jetzt ein Standbild gibt. Bin aber gleich wieder da. So, ich versuche euch ja zu unterhalten hier. Warte mal, lass mal kurz gucken. Wie lange nehmen wir das auf hier? 25 Minuten. Ja, komm, 25 Minuten ist ja jetzt, ja, gut. Wir sind auf jeden Fall in Time. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, in den nächsten seid ihr wieder mit dabei. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, mich und meinen Kanal und meine Projekte auf jeden Fall mit Daumen, mit zahlreichen Daumen nach oben. Ja, solltet ihr das Ganze aber Käse finden, gebt dann mir einen Daumen nach unten. Ja, also wir wollen ja schon auf der ehrlichen Schiene fahren hier. Ja, also wenn euch das Ganze nicht gefällt, dann ruhig einen Daumen nach unten. Und ansonsten wäre natürlich cool, wenn ihr mich auch weiterhin unterstützen würdet. Ja, immer schön schauen, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, etwas Tolles in die Kommentare klimpern. Und ein Abo wäre natürlich auch sehr nice. Ja, ein Abo würde mich auf jeden Fall auch sehr gut unterstützen. Ja, und hat natürlich auch den Vorteil für euch, sage ich ja fast in jeder Folge immer, ja, hat natürlich auch den Vorteil für euch, wenn ich irgendwelche neuen Projekte habe oder sollte irgendein Projekt, was euch interessieren, irgendwo weitergehen oder so, dann werdet ihr natürlich aktuell darüber informiert. Ja, hier bei Rappelzappel gibt es was Neues. Gut, ich werde versuchen, dass ich das jetzt nicht mehr so oft sage, weil eigentlich wisst ihr das ja. Ja, gut, und immer daran denken, ja, denn mein neues Motto, hier bei Rappelzappel läuft der gute Stoff, Mann. Ja, gut, bis dahin, Zers.